Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir haben gerade schon mal ein bisschen durch Zufall geschaut. Es gibt jetzt hier so einen Schiffsreiter. Da kann man sein Schiff verbessern. Kostet hier manchmal uralte Tafeln, manchmal auch nur so die ganz normalen Geschichten. Zumindest für die ersten Stufen vielleicht. Und so sollten doch am besten unsere Bootsleute aussehen, oder? Oder so? Oder so? Hier, Pinehead? Nee, Conehead. Wer es noch kennt. Oder hier so ein paar Magi. Ja, mal gucken. So, auf jeden Fall, ja, ich lasse die erstmal so. Ja, mal schauen. Und wir haben hier Bootsleute. Da wollen wir uns ja einen jetzt anheuern, aber ne? Wir haben hier auch andere. Also können wir mal schauen. Da eventuell so tun sollten. Oder verwenden sollten. Ja, warum, weiß ich noch nicht. Werden wir bestimmt alles mitkriegen. Wie geht's euch? Ich komme so langsam runter nach einer ziemlich stressigen Woche. Und wir sind ja jetzt hier gerade genau dabei, das... Also für uns neue Assassin's Creed, aber ist natürlich schon hornalt. Aber ja, für uns halt neu. Blind, oder zumindest ist für manche von uns blind. Ja. Schauen wir mal. Und jetzt sollen wir hier diesen Schützen rekrutieren. Wie auch immer das gehen soll. Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Da sieht man nochmal das Bild. Mit DLC. Also komplette Version. Mit allem. Sozusagen. Anheuer. Akzeptiere mein Angebot und arbeite für mich. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. F, Z, um das Schiffsmenü zu öffnen. Na klar, Z wie Schiff. Man kennt's. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute deiner Entermannschaft an. Wenn du nicht auf der Adrasteia bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. So, und jetzt soll ich bestimmt den hier nehmen, ne? Aber der kostet ja was. Steht in der Quest, dass ich das machen muss? Du kannst einen beliebigen Soldaten der Insel rekrutieren. Naja, ich gehe erstmal zu Barnabas zurück. Und dann sehen wir mal. Weil ansonsten haben wir den jetzt zwar da, aber ich glaube, dann wird es erstmal. Ja, weiß nicht, Aya oder Bayek rekrutieren. Fände ich irgendwie cooler. Oder zuweisen, nicht rekrutieren, aber zuweisen. Da ist er. Gut, ihn können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine Schönwettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Okay, gut, dann würde ich jetzt aber tatsächlich mal irgendwie... Nehmen wir Aya bei Schiffspanzerung, Gesundheit für alle Bootsleute. Ach klar, komm, nehmen wir Aya. Ah, sind wir wieder. Das ist lieb, Dash. Das ist lieb.
Ja, mal schauen, ne? Mein, kann ja nur schief gehen. So wie immer. Ein gefährlicher Weg. Focus. Abgelaufen. Hä? Kann ich nicht mehr machen. Sind auch alle abgelaufen. Na gut, bis auf die. Kopfgeld für Handelsschiffe. Ich würde jetzt einfach nochmal probieren, irgendwie so ein kleines Handelsschiff hier einfach zu beballern. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich meine, zerstöre die Handelsschiffe. Ja, aber welche denn? Weißt du, so, das steht ja nicht da. Storys ansehen. Ja. Kann man hier noch extra Quests machen oder was? Also hier so Storys von anderen mitmachen? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich mach das einfach mal, ne? Ja, einfach irgendein Handelsschiff. Okay. Das krieg ich hin. Ich muss das ja, ne, mal machen. Natürlich holen wir uns ja nicht diese ganz großen, ne? Die machen wir natürlich nicht. Logisch. Ich bin ja nicht dumm. Okay. Darauf war ich jetzt nicht vorgesehen oder vorbereitet. Gut, Piraten kann man natürlich auch mal platt machen. Ist ja okay. Ne? Kann man ja mal machen. Da ist Aya. So geil. Die Schiffe!
Kopfgeld. Weil wir Handelsschiffe wahrscheinlich platt gemacht haben. Ja, das steht halt in der Questbeschreibung. Da kann ich ja auch nichts für. Das sagt, was soll ich denn da machen? Ja. Ihr tut immer so, als wenn ich das freiwillig mache. Macht schon Laune, ne? Also das, aber irgendwann wird's vielleicht auch too much. Ich weiß es nicht. Mensch, Aya zieht ja aber richtig durch hier. Ah ja, ne? Aber... Ja, gut. Ja, wir müssen noch zwei. Sonst alles nix. Wäre die Quest ja nicht einfach so abbrechen lassen. Das gibt's bei mir nicht. Abgebrochene Quests sind immer schwierig. Das wollen wir hier nicht. Das Treibgut ist aber halt wirklich. Ah, ne? Geht so. Auf geht's! So schnell es geht! Schützen! Mit uns, Cassandra. Sie ist ruhig und der Wind ist warm. Wo
wunderschön. Oh ja, meine Lieben. Das ist unser Erleben. Greift mit den Speeren an! So. Kopfgeldauftrag. Aha, okay. So funktioniert das also. Okay. Alles klar. Man muss das ja mal ausprobieren. Ne? Fetzt. Okay, gut. So, dann mal erstmal beruhigen. Ihr habt bis auf weiteres Pause. Aber was sind das jetzt für Banditen? Wo sind die jetzt? Wilde Banditen mit schweren Klingenwaffen, mit schweren Keulen, mit aufgeladenen Nahkampfangriffen. Ew. Naja, na gut, das muss ich dann mal irgendwie so nebenbei mitmachen. Begib dich nach Megas. Ich glaube, das bringt jetzt nichts, ne, da drüben. Obwohl. Sind es die Spartaner oder Athener, dann Banditen oder Piraten. Mögen die Götter uns schützen. Kann ich die jetzt einfach hier ran? Bereit, halt! Vielleicht sollte ich eine Weile untertauchen. Oh, ein Kopfgeldjäger, ja, stimmt. Nicht, wenn wir sie zuerst erwischen. Ja, ab und zu macht's manchmal. Also ab und zu macht's dann wieder Spaß, auch mal die alten Spiele wieder zu spielen, ne? Wir können etwas sperren! Vielleicht kannst du mir ja sagen, weil das ist ja jetzt nicht. Also da spoilerst du ja jetzt nichts. Was hat das mit diesen Storys auf sich? Man hat ja dann diese blauen Fragezeichen, so mit. Es fühlt sich halt an wie quasi von anderen Leuten. Von anderen Leuten generierte Quests. Oder halt Questgebiete oder Questbereiche oder so. Weißt du, was ich meine? So, da ist jetzt ein Kopfgeldjäger. Den müssen wir jetzt mal kurz wegjagen. Vorwärts!
Ich muss erst wieder dran gewöhnen, dass das jetzt hier cool ist. Zeige ich dir gleich. Danke. Ich musste bloß mal schnell hier den. Mal kurz hier. Nein. Schon nochmal. Ah, Mann. Ah. Mist, ich hätte nochmal drücken sollen. Ah, Kacke. Ich war so dumm. Ich hatte ja noch Aufladung. Ich hätte es einfach machen sollen. Ah, Mann. Beeilt euch! So, okay, Moment. Was ich meine an Quests. Moment. Die dich, was? Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiff versenkt. Benutze die Aktion, alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte. Mal gucken. Bezahle alle Stifter auf der Karte, töte die Stifter in der Spielwelt. Tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Okay. Ja, das schauen wir mal. Warum sind die jetzt nicht mehr da? Es gab hier was. Das war hier mit irgendwie, was denn das? Mit Stories. Ja, hier, sowas. Was hier? Vorgeschlagene Story von 8-4 Gang oder Aufträge in Mykonos. Na, ist irgendwie, das scheinen irgendwie Leute zu sein, die. Ne? Irgendwelche Spieler? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Na gut, ich soll mit... Nee, mit Nikolaus reden. Okay. Auf geht's! Achso, und jetzt kann ich aber diese Stifter töten, ne? Das wäre doch auch ganz gut, glaube ich. So viele Stifter sind gegen mich. Das ist aber schon ganz schön hart. Also ich habe ja gar nichts getan. Hm? Was? Ja, komm. So, um den kümmere ich mich so. Um den kümmere ich mich auch so. Und um den kümmere ich mich auch so. Da will man hier mal eine Quest ausprobieren, ne? Und dann sowas. Offene Gewässer! Legt euch ins Zeug! Dann wird man hier so, so ganz böse angeraunzt. Nur weil man mal eine Quest ausprobieren will. Finde ich nicht gut. Das sind generierte Missionen von anderen Spielern, ist komplett optional, ist auch eine nette Abwechslung, wenn man in-game grindet. Ah ja, okay. Also man bekommt dann auch XP und Gold und also Drachmen und vielleicht auch irgendwelche Items, aber muss man sozusagen nicht tun, kann man tun. Wenn man jetzt gerade nichts anderes zu tun hat, sozusagen. Siehst mich gar nicht. Dass es keine Gnade gibt. Muss hier doch irgendwo sein. Ja, hinter dir. Ich wollte jetzt gerade mal noch einen kurzen kurzes Erfolgserlebnis haben, deswegen wollte ich das hier mal schnell. Schnell abschließen. Ah. Ja, schön. Ah, ist er. Noch eine Truhe. Was bist du? Du bist ein Wolf. Ja, von dir will ich nichts. Okay, dann machen wir das jetzt doch schnell. Habe ich es wieder etwas übertrieben, ja? Wollt ihr mir das sagen? Kann aber gar nicht sein. Ich bin doch immer so lieb. Und so zurückhaltend. Kann doch gar nicht sein, dass ich übertreibe. Okay. Gut. Also ich will diesen Stifter mal, dass der stiften geht, sozusagen. Das will ich dann auf jeden Fall mal machen. Also einfach mal ausprobieren, ne? Man muss sich doch mal mit den Spielemechaniken hier
bisschen auseinandersetzen. Aber das sehen wir dann natürlich erst in der nächsten Folge. Also im Stream wahrscheinlich heute noch. Aber ja, auf YouTube dann halt nicht. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.